Oder herzlich willkommen zurück zur Episode 15 mittlerweile. 15 schon, ich drehe am Rad. Arno 1404 Venedig. Falls es noch niemand bemerkt hat, Yannick ist noch nicht gegangen in der Zwischenzeit. Es sind ganze 10 Minuten vergangen seit dem letzten Video. Aber wir haben immer noch Spaß. Ja klar. Und darum dachten wir so, komm, eine geht noch, eine muss noch. Das Blöde ist, wir haben locker gerade gesagt, wir machen irgendwas jetzt in dieser Episode. Aber ich weiß nicht mehr was. Nee, ich habe auch nicht aufgepasst. Wir haben richtig viel Geld gekriegt, dafür, dass wir die Bettler abgewiesen haben. Ja. Und ich meine, ich hatte ja hier Ambitionen ohne Ende. Also ich führe einfach mal fort. Passt nicht. Ja. So, jetzt haben wir hier also schon ein paar mehr Nomadenhütten. Das mit der Milch ist, glaube ich, gut. Ja, aber du brauchst ja auch immer mehr. Also brauchst du noch immer mehr, oder nicht? Ja, aber ich glaube so viel. Ich meine, diese Milchplantage, das war die einzige, die hat ewig gehalten. Ich glaube, das passt schon. Sonst werden wir es ja sehen. Na gut. Wir möchten alle aufsteigen. Was fehlt ihnen? Ja, hier war ja das Problem mit dem Bier. Wir hatten ja eine weitere Bierproduktion gebaut. Müssen wir sehen, ob das in den Griff kommt. Most und so klappt wieder. Und hier fehlt es halt immer noch an Stein. Aber wir haben hier alle Steinbrüche, meine ich, ausgeschöpft. Ja. Also an jedem Steinbruch ist ein Steinmetz, außer an dem. Möchtest du auf dieser Insel noch irgendwie, du hast ein Fragezeichen da oben, möchtest du noch irgendwas raufbauen? Also ich glaube nicht, weil am Ende, damit ich 10.000 Adlige habe, muss ich glaube ich so ziemlich alles mit Häusern füllen. Noch Kriegsschiff. Ist das nicht schön? Können wir mal kurz... Das hattest du glaube ich schon mal erzählt, es ist schlauer eine Produktionsinsel zu machen und eine Insel, wo nur Leute wohnen. Das wird auch noch ein Spaß, das alles umzulagern einmal. Toll, warum hast du nicht gleich gemacht? Ja, weil es ist halt teurer, ne? Handelsroute werden aufgrund der Schiffe, die man dann braucht? Ich verstehe nicht, warum auf dieser Handelsroute keine Waren geliefert wird. Achso, weil Schiff ist voll und hier ist Mosaik voll. Das heißt, wir machen Kaltakquise. Ja gut. Sie haben eine Schlacht gewonnen. So, mit dem schnellsten unserer Schiffe fahren wir jetzt hier vorbei. Lukrativ. Ja. So, hier schieben wir noch die letzten 5 Bürger auf lange Sicht durch und danach ist unsere Bilanz over 9000. Hast du eigentlich noch die Intention, dich mit deinen anderen Kollegen da wieder zu versöhnen oder willst du weiter in dem Krieg bleiben? Also ich werde sie einfach eliminieren, denke ich, weil es ist halt schwierig, sich mit denen zu versöhnen. Ich könnte halt Geld zahlen, aber das sehe ich irgendwie nicht ein, ne? Mhm. Weil da habe ich halt nichts von, aber die. Und sie sind halt auch momentan keine wirkliche Bedrohung für mich. Willst du nicht einfach was kaufen von dem Typen? Ich meine, bis du dieses Stein voll hast, dauert doch Ewigkeiten, oder nicht? Ja, aber das kann man auch abwarten. Ist Stein so teuer? Nö. Wasservorräte werden knapp. Ich drücke jetzt Shift, dann werden alle Nurien auf der Insel gleichzeitig geladen. Das heißt, sie sollten auch ungefähr gleichzeitig leer sein wieder. Das gibt's ja. Kardinal Lucius greift mein Handelsschiff an. Ich hoffe, dass das hält. Sonst ist Pech. Ich meine, so viele Schiffe, wie ich schon verloren habe, ne? Das muss ja in den dreistelligen Bereich gehen. Wenn jedes Mal ein Captain damit untergegangen ist, und die ganze Besatzung, wie viele... Oh, ja, darüber mache ich mir nicht so viele Gedanken. Natürlich. Wie viele Waffen haben wir eigentlich? Können wir nochmal eine Armee hinstellen? Könnten wir locker. 84 Tonnen Waffen. Kosten die nur... Die kosten auch Unterhalt. Aber viel. Achso, die kosten aber nur Waffen und Geld. Ja, Waffen und Geld. Und halt jetzt laufende Kosten pro Armee 60 Tacken. Okay. Angriffskraft 6. Wie oft wird das abgezogen? Oder? Ja, regelmäßig. Nee, es wird halt genau so abgezogen hier. Es wird halt alles hier mit der Bilanz verrechnet. Und du siehst ja, wie die Bilanz. Also wir haben jetzt eine Bilanz von plus 790 und so wirkt sich das auf unser Geld aus, ungefähr. Schön. Ja gut. Ja. Immer fleißig aufsteigen lassen. Einer noch. Dann können wir auch die Steuern wieder anziehen und die Stimmung ist wieder gut. Ja, in der Staatskasse. In der Staatskasse ist die Stimmung da ist dann hier. Wir haben jetzt so eine Bilanz von plus 800. Gesetzlose haben sich in jetzt ist das passiert, wovon ich schon mehrfach gesprochen habe. Du hast die ganzen, ich habe die Bettler vertrieben und sie haben sich auf meine Produktionsinsel bereit gemacht. So, was man dann macht ist, man nimmt eine Armee, sagt, Jungs, springt ins Wasser. Ach, die haben ein Schiff mit dabei. Die haben ein Schiff dabei. Das ist ja praktisch. Halt den... Ne? Also, sie haben ein Schiff dabei. Das ist nämlich auch das, was hier halt oftmals passiert. Entspann dich.
Was passiert auf? Ja, oftmals fährt hier der Gegner vorbei und ich versenke seine Waffentransportboote. Zum Beispiel hier so ein Waffentransportboot. Es wird gleich hier vorbeifahren, in meine Patrouille, ich werde es kaputt machen. Wie und schon hat 100 eine, Mal. Hat sie eine Armee verloren, oder wie? Ja. Das ist ja traurig. Ja, die KI kannst, ist halt doof wie kannst du denn auch ein besseres Schiff für die verwenden, oder müssen sie immer so auf so einem kleinen Ich kann Transporter? Sie halt eskortieren, ne? Achso, okay. Ja, oh, krass. Da soll sich mal entspannen hier. Hier wollte ich Werkzeug übertragen. Ach, verdammte Axt, ich weiß, warum das mit dem Bier nichts geworden ist, hat ein Werkzeug gefehlt. War es nicht so? Ja. Mach ich. Eines meiner Gebäude wird angegriffen. Dieses Konto habe ich schon mal verloren. So. Ich hier immer. Warum setzt du da einfach keinen Turm hin, wie sonst auch? Ja, weil ich gerade keinen Turm habe, aber es macht nichts. Du hast keinen Turm. Engagement, kein Stein da. Achso. So, was wir jetzt machen werden. Ja, lass mal uns angucken, wie der kämpft. Das wird ja der Hammer. Wir werden das jetzt hierhin verlegen. Das heißt, sie gehen einmal durch die feindliche Armee durch. Das macht nichts. Ist halt hier jetzt ein bisschen ärgerlich, weil diese gesamten Teile hier nicht bauen. Er möchte jetzt 20.000 von uns, das ist natürlich gestrichen. Ja, wir wollen es riskieren. Hier Wann greifen die an, normalerweise? Die greifen die ganze Zeit an, gerade schon. So, ich habe die Brauerei jetzt gebaut, wie es geplant war. Also das Einzige, was sie machen, ist die Produktion zu unterbinden. Genau, da sie keine sozusagen, wie sagt man das denn, kein Gegner sind im eigentlichen Sinne, können sie halt jetzt dieses Handelshaus nicht einnehmen. Sonst würden sie jetzt beginnen, hier, ich sagte gerade, das Schiff wird zerstört. Sonst würden sie jetzt beginnen, halt dieses Handelsgebäude einzunehmen. Es dauert aber ewig, das dauert 45 Minuten mit nur einem Gebäude. Mit nur einer Armee. Du meinst jetzt, wenn ein normaler Fall genau. würde? Genau, und dann würde es halt 45 den Gefühl. Minuten? Ja, wenn du halt drei von den Teilen drumherum baust, geht's schneller noch eine SMS. Oh, das ja. ist immer wichtig heute. Ja. Ein feindlicher Scherge wurde in seinem Schlupfwinkel gefasst. Guck mal. Yay, endlich hat die gerade mal was Vernünftiges geleistet. Ja. Wie geht's euch so? Ja, Milch können wir noch eine. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Wir haben Schiff verloren. Ja, das war das auf der Route Mosaik. Argo wurde versenkt. Argo. Oh. Das solltest du nicht sagen. Ja, also ich muss heute echt mal ein bisschen fluchen, weil es ist nicht zu ertragen. Ich dachte mir schon, dass man sich eigentlich extra für sowas spezielle Fluchwörter ausdenken sollte. Oder halt sowas nehmen wie Mist. Ein Mist ist ein wunderschönes Wort. Ist geschmackvoll, ja. Ja, das sagt doch zum Beispiel Bernd das Brot. Bernd das Brot, Mist. Sagt ja. Aber er macht das natürlich auf seine eigene Sache. So, Argo wurde versenkt. Schade drum. Da gönne ich mir nochmal schnell einen. Machen die jetzt Krieg da oben? Ach nee, ich habe ja noch ein Schiff übrig. Nee, noch sind wir nicht da. Dieses Schiff ist ja frei. Das heißt Aquarius, das steht da. Das setze ich jetzt da ein. So. Gegnerische Flotte dringt vor. Er soll mal nicht vordringen, sonst werde ich in ihn eindringen. Das wollen wir nicht. So. Och nö. Das ist das erste Mal, dass eins meiner Handelskoggen meiner venezianischen Handelsen versenkt wurde. Traurig. Schieben wir schnell eine nach. Wo ist denn meine Armada? Sie bewegt sich jetzt fußläufig. Jetzt latschen sie da dran vorbei. Die Kollisionserkennung funktioniert gar nicht. Werden sie angegriffen? Nee. Aber ich meine, das sind ja auch Gesetzlose, wie du siehst hier mit Mistgabeln und so einem. Aber ja, guten Tag, meine Herren. Wir greifen Sie gleich an. Warten Sie einen Moment. Bereiten Sie sich schon mal vor, ne? Ja. Das ist ja da. Aber nee, haben Sie eine Lebensanzeige? Die werden angegriffen. Oh ja, tatsächlich. Ja. Die werden angegriffen. Ja, aber womit werden die denn beschossen? Er da mit der Armbrust. Ja, da haben sie noch mehr mit Armbrust. Ja. Nichts kann uns standhalten. Nichts kann uns standhalten. Also ich hoffe, dass eine Armee reicht. Wenn nicht eine reicht, muss ich noch eine nachholen. Oh, traurig. So eine Ewigkeiten. Allerdings. super. Ja, schön. So, dann haben wir nochmal einen Task für dich. Okay, ich drück mein Gesicht an den Bildschirm. Es wäre halt schön, wenn ich auch was sehen könnte. Dann kann halt auch einer gucken, der weiß, was er tut. Ich finde den schon. Woran erkennt man den? An dem abartigen Gang. Hier, siehst du ihn? Ja! Konnten wir in letzter Sekunde das Handwerk legen. Ja. Vor allem, wie er sich immer selbst lobt. Ne? Wir dürfen bei euch reden, nee. Oder also, ne, wenn es knapp wird, dann bin ich bereit, das zu zahlen. Gleich noch einer. Da. Gerade eben noch entdeckt. Ich glaube, hier kam er raus. Darum werde ich hier jetzt Hausdurchsuchung anordnen.
Kannst du... Nicht. Siehst du diese Bilanz? Ja. Welche Bilanz? Die finanzielle Bilanz. Warte, ich muss kurz gucken. Ja, sind... Wie wär's mit plus 1400. Ja, sind die ready? Nee, es fehlt immer noch an dem Schuldturm. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile die notwendigen... Nee, es fehlt 60 Stein. Deswegen sage ich ja, du sollst deinen Kollegen hier fragen. Nee. So, jetzt greifen wir an. Wie du siehst, wir sind in der Überzahl. Jetzt sind sie gerade mühsam dran. Sie fächern sich ein bisschen auf. Da war keiner, wo ich durchsucht habe. Und jetzt hacken wir hier ein bisschen drauf. Es wäre ja auch traurig, wenn eine so große Armee nicht gegen ein paar Gesetzlose ankommt. Von allen Seiten wird gestochen und gehämmert. Ja, herrlich, kann. Herrlich. So, was ist hier los? Hier ist eine Armee durchgekommen. Dieses Schiff muss auf der Route Brot-Bier-Lederwämser, glaube ich, eingesetzt werden, ja. So. Herrlich. Echt so. Hier läuft auch alles. Das mit der Milchsäure in den Griff kriegen. Ja, hier unten ist keine Moschee mehr, ist klar. Wir können auch 6 weitere Häuser bauen, oder auch nicht. Doch, hier unten könntest du. Ja, aber da ist die Moschee nicht. Da muss ich dann später noch eine neue Moschee bauen. Habe ich gerade keine Lust zu. So. Möchte ich hier irgendwie nochmal randalieren bei ihm? Ach, hast du da noch ein Schergenhaus? Nee, habe ich gerade nicht. Aber ich könnte einfach mal einen positionieren. Ich habe da schon eine Idee. So. Ach, da, guck mal, da ist er jetzt losgerannt. Genau, weil er läuft halt zum Beispiel bei einer Kneipe, meiner Kirche oder bei einem Marktplatz los. Meistens nicht beim dichtesten, sonst würde ich ja immer dieses investieren. Spannend, ob der jetzt irgendwie gefangen genommen wird oder so. Es geht eigentlich. Guck mal, hier sind die Häscher. Oh oh. Ah, oh, erinnerst du dich noch an Deutschunterricht, wo wir mal dieses Gedicht hatten mit dem Häscher? Fiel mir gerade so ein. Nee. Bei wem? Moor? Bei Ostmann noch. Oh Gott, guck dir das an, das wird knapp. Wir sollten keine Namen sagen. Stimmt. In der Oberstufe. Genau, in einem Gymnasium. Keine Ahnung. Auf dem Gymnasium. Wir waren tatsächlich, auch wenn es viele Leute für ausgeschlossen halten, ja. Ja, aber wir haben irgendwie das Abitur geschafft. Also ich irgendwie. Er irgendwie schon besser. Ja, leicht. Normal. Haben wir jetzt den Schergen? Ist er jetzt drin? Er ist drin, aber ich glaube, er braucht ein bisschen Cooldown jetzt. Nö. Nee. Brandstiftung! So gut wie erledigt. Sag mal. Ja, er steht da jetzt. Und, also... Hier können wir an die Postkartenansicht schalten. Boah, wie geil ist das denn? Ah. Kannst du ranzoomen noch, oder ist das schon das Maximum? Aber guck mal, jetzt können wir hier... Guck dir an, wie schön das aussieht. Das ist geschmackvoll, ne? Ja. Nur nichts überstürzen. Der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist ungünstig. So. Ja, gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Fairer Handel. Ja. Hier sind wir immer noch am Machen. Ich drück mal auf die Uhr, weil wir haben aber keine Zeit für so eine Hackereien. Ich glaube, deine verlieren. Nö. Kriegsglück haben wir ja. Was war mit Kardinal Lucius? Er hat mir einfach mal 8 Ruf abgezogen. Ja, es ist halt auch schwierig, mit denen sich wieder zu verbünden. Das Einzige, was halt gehen wird, ist, wenn ich jetzt seine Insel besetze, ja, dann zieht er plötzlich sein Gerät. Oh mein Gott, das ist doch ganz toll. Was man eigentlich auch dringend nochmal machen müsste, auf lange Sicht, ist ein bisschen mehr die Karte erkunden, weil, wie du siehst, ich habe mir da noch nicht so richtig Mühe mitgegeben. So, wir können den Schulturm hinstellen, dachte ich. In das Werkzeug. Schön. Oder wie du es schön auf Norddeutsch gesagt hast, Werkzeug. Ja, es ist nicht leicht, ja, wenn du einen Dialekt hast, dann kannst du noch froh sein, also ich möchte niemanden diskriminieren, aber du kannst noch froh sein, dass es Norddeutsch ist, ja. Komm, wir machen hier mal mit einem Schiff eine Patrouille, ist fahrlässig. Darum schicken wir das jetzt mal zum Erkunden. Diese Kopfhörer rutschen dauernd aus meinen Ohren. Ich hab die guten auf. Ja. wir sollten ein Studio anmieten. Ist echt so? Ja. Nachher werden wir in die Großproduktion gehen mit irgendwelchen, keine Ahnung, ganz vielen tollen Sachen. Tolle Sachen. Ja, wir gewinnen das schon. So, gleich zeige ich mal einen guten, ich sag mal, Glitch in diesem Spiel. Ja, da wir gewonnen haben. Ja, es ist ein bisschen albern. Normalerweise brauchst du Proviant, um deine Armeen zu heilen. Mhm. Das kannst du produzieren, wenn du Adlige hast. Aber wenn du die Armee ins Wasser setzt, gilt sie als Schiff und wird vom Reparaturorgan repariert. Leichtes Cheaten. Das mit Cheating hat das nichts zu tun. Natürlich. Ich stelle dieses Schiff mal auf nicht angreifen. Genauso dieses hier. Es sei denn, das heißt jetzt, ist es offensiv. Ja.
Ich dachte, das wäre nicht angreifen. Das Gegenteil ist der Fall. Das finde ich gut, dass hier mal kaputt gemacht wird. Ja, so. Ich finde die Namen auch immer cool von den Schiffen. Ja, ne? Es sind aber nicht besonders viele, ehrlich gesagt. Wenn man ins spätere Spiel kommt, ich weiß nicht, ob es bei mir schon so ist, aber ich drücke die falschen Tasten, dann ist es tatsächlich so, dass die eine Zahl hinten rankriegen. Noch ist es nicht so. Ach, traurig. Aber es passiert noch. Was du noch machen wolltest, war deine Schiffe unten in so eine Leiste packen. Zum Beispiel, dass das jetzt erkundet, wäre ja ganz praktisch, irgendwie auf 1 oder 2 zu haben. Du hast diese Gesetzlosen besiegt. Ja, wir haben die Gesetzlosen besiegt, wir haben blühende Handelsbeziehungen und wir werden unsere Armee jetzt reparieren. Ich weiß nicht, aber sowas wurde halt auch nicht behoben. Man hätte es halt ja beheben können, ja, das ist stimmt. Ja die Erweiterung hier. Guck mal, wir haben eine Insel entdeckt. Ja, unser Eisenvorkommen ist niedrig. Super. Sprich, es sind nur noch 79 Eisenerz vorhanden. Wenn ich jetzt hier einmal für 1844 Goldmünzen das kaufe, sind wieder 1000 vorhanden. Das ergibt Sinn. Ja. Aber ja. Ich meine, sonst wäre es halt schwierig, ne? Ja, aber sie gehen dann einfach tiefer rein ins... So, du Loch. Kannst dann mal nach Hause fahren. Ja, schade, ich konnte ihn noch nicht dazu überreden, weil ich wollte mich halt nicht mit den Türmen hier anlegen, ja? Ich habe eine Insel von Baronessa Zucchini entdeckt. Das dürfte auch die einzige Insel sein, die hier noch ist. Feuer verwüstet meine Stadt. Ja, hier hinten wen Sturz. Und wir können nur die Bauern, die da hinten sind. Vier Werkzeug. Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Giovanni di Mercante. Sie haben die Insel eines Mitspielers Baronessa entdeckt. Konstanz. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt her. Und gebaut. Jetzt den Schergen suchen. Ja. Zu spät. Ja, dann ist er nicht weit gegangen. So, sind das Kirchenleute? Jetzt fehlt's an Brot. Da? Welche? Diese hier? Oder was ist das? Sieht aus wie ein paar Nonnen, die Alkohol Ach trinken. So. Ist das legal? Das sind Party-Nonnen. Disco, Disco, Party, Party. So, ja. Ich ordne an. So, ein bisschen dicht. Ein bisschen zu close. So, ich ordne an. Brot. Brot mit Wurst. Eines ihrer Schiffe an. Wir haben zu viel Getreide. Ah, wir haben ja noch eine Mühle. Arbeite. Jetzt geht's voran. Bauen auch noch Schaffen eine wir in dieser Folge noch Adlige zu bekommen? Was glaubst du? Oder was fehlt? Ich würde da nichts versprechen. Theoretisch, wenn das mit dem Brot läuft, warum nicht? Ja? Es fehlt nur noch Brot. Es fehlt nur noch Brot im Moment, ja. Okay. Ist die Frage, ob die auch aufsteigen können, wenn es zu 71% erfüllt ist. Also... hier oben müsste man mal eine Patrouille etablieren, ja. Hier ist reger Schiffsverkehr. Das ist krass. Ich will mehr Schiffsverkehr, Herbert Grönemeyer. Ja, wenn es die GEMA nicht gäbe, man könnte es einspielen. Nichts kann uns standhalten. Vielleicht passiert das ja bald. Wir hoffen. Nee, sicherlich nicht. So. Ich meine, man möchte halt auch niemanden abschrecken. Wir sind. Das ist das Problem, wir sind einfach zu neutral. Ist es wahr? Sagen. Ja, wir benutzen ja auch extra selten Schimpfwörter. Wir sind echt quasi ultra nett. Zu allen. Zu allen. Auch zu unseren Hatern. Haben wir Hater? So wenig Leute, es kann uns niemand haten. Obwohl, wir hatten mal Videos, wo es sowas durchaus gegeben hat. Oh ja, aber nur weil... Guck mal, da haben sie ihn festgenommen, siehst du das? Ja, stimmt. Jetzt versucht er sich dazu... Ah, er ist verschwunden. Ich dachte gerade, er versucht sich noch zu erklären. Schön. Hier ist Kardinal Lucius, da können wir richtig ausgraben. Einmal bei einem Omsi-Video, wo Steffen gesagt hat, dass es null realistisch ist. Das war Ironie, aber das hat die Hälfte der Leute anscheinend nicht verstanden. Das war richtig gut. Die Kommentare ja, dazu waren oder also es gab so einen Kommentar, da habe ich gesagt, dass der LKW-Hersteller MAN heißt und nicht Mann. Mann, ja. Daraufhin hat jemand kommentiert, der Junge bei Minute 1, er ist voll dämlich. Man schreibt Mann, M-A-N-N, der Mann. Ja. Ich weiß nicht, wie. Weißt du, haben die Leute nichts Besseres zu tun? Ja, aber vor allem, wenn man, ne, die Leute, ich sag mal jetzt, diffamiert. Nee, das Problem ist ja, sollte man Recht haben. Ja, aber das ist ja normal auf YouTube. Ja. Dass du, wenn du die Kommentare anguckst, denkst, die haben ja nicht mal Ahnung. Ja, ich habe ja auch als Hobby für mich entdeckt, Spiegel Online-Kommentare zu lesen, ja. Es ist der Knaller. Die geballte Inkompetenz schlägt zurück, ja. Das ist wirklich, was man will. Ja, es ist traurig, irgendwie. So, komm, wir versuchen's.
Ja, komm, 2 Minuten geben wir uns noch. Ja, keine Frage, es bleibt spannend. Ja! Hey. Adelige. Hier, geschmackvolle Hütte. Oh, ich seh's nicht. Ach, schön. Ja, ne? Gleich noch einer. Komm, ich möchte exakt, dass dieser aufsteigt. So. 500 Ruhm gibt's dafür, bar auf die Kralle. Ruhm wird jetzt hier mit 1 Kilo Ruhm abgekürzt. Das ist eine SI-Einheit, Kilo Ruhm. Und diese Adligen wollen jetzt Rindfleisch, aber ob ich das in den Griff kriege mit dem Rindfleisch, das würde ich sagen, seht ihr am besten in der nächsten Episode von Anno 1404, Venedig, unser Weg zum Imperator. Mein Name ist Finn. Ich bin Yannick. Und wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Ja, klar. Tschüss.